Hey Taxifamilie, was geht ab? Wie geht's euch? Mir geht's super, danke für die Nachfrage. Heute ist Dienstag, gerade jetzt 14.20 Uhr und fange jetzt mit der Arbeit an und warte jetzt gerade auf meinen ersten Kunden und werde dann nach Flughafen fahren. Heute fängt der Tag super an. Danke für die super, super guten Auftrag, lieber Berliner Taxizentrale. Falls ihr auch Taxi bestellen wollt, dann blende ich jetzt gerade von meiner Seite aus rechts die App, da könnt ihr ruhig herunterladen. Ihr könnt ruhig euer EC-Karte oder Kreditkarte eingeben. Falls ihr keine EC oder Kreditkarte habt, könnt ihr auch eigentlich Barbestellungen auch durchführen. Einfach nur Auftrag eingeben, schauen, wo ihr genau seid, einfach den Standort besser eingeben, dann kommt hundertprozentig ein Taxi und holt euch dann ab. Der App ist super, super gut. Danke an die Taxi Berliner Zentrale und Taxi EU App. Die App ist deutschlandweit gültig. Ihr könnt überall bestellen, ist kein Problem. Oder ihr könnt einfach die 030 443 3322 oder ihr könnt einfach die 20 20 20 auch anrufen. Das sind sehr nette Damen und Herren, die euer Aufträge annehmen und uns weiterleiten. Und bedanke mich nochmals von hier aus an die Taxizentrale für die super nette und super schöne Aufträge. Und jetzt geht's los und fangen erstmal an mit unserer Arbeit Richtung Flughafen BER Berlin-Brandenburg Airport. Super. Solange Sie sich nicht auf die Straße kleben, ist alles gut. Nee, das ist alles über Kamera, das geht. Und dann wird das alles aufgenommen. Okay. Und das ist kein Problem. Wie geht es Ihnen? Alles okay? Ja, alles bestens, danke. Ja. Alles gut. Ja, heute hat mein Sohn Sie hergefahren. Das ist Ihr Sohn, ja? Das war mein Sohn. Ja, genau. Sie sind jung. Ja, ich habe früh angefangen, ne? Ja, das sieht so aus. Nein, wir hatten ein gutes Gespräch und da habe ich gesagt, ich müsse um 15 Uhr wieder weg. Ja, dachte, ja, hat er gut gemacht. Mein Vater kommt, sie holen, ja, das ist wunderbar. Ja, super. Ja, ich habe sehr früh angefangen. Ja. Ich bin mit 16 Papa geworden. Das ist doch gut. Ja. Da ist man früh auch fertig, oder? Was? Da ist man auch früh fertig, oder? So, jetzt habe ich weniger Probleme. Ja, genau. Ja, nein. Ja. Und jetzt geht's nach Hause, ja? Ja, gerne, ja. Gerne. So. Das ist wirklich. Wo kommen Sie genau aus Schweiz? Ich bin in der Nähe von Zürich, auf dem Lande lebe ich. Ah, auf dem Lande. Ja, ja. Okay, sehr schön. Meine Familie. Ja, wunderbar. Und wie läuft die Wirtschaft dort jetzt? Ja gut, also eigentlich die Schweiz, der Schweiz geht sehr gut eigentlich. Also die Teuerung ist knapp 3% nur, also ja. nicht 10, so wie in Europa. Ja. Und es ist Vollbeschäftigung, also eigentlich ist es gut. Ist klar, es ist für uns in der Schweiz ist immer der Schweizer Franken ein Problem, weil der ist momentan sehr stark. Ist für uns Exportwirtschaft schwierig. Für Import ist es wiederum für Urlaub und Import ist es gut. Aber ja. Aber immer zwei Seiten. Am Schluss geht es den Schweizern immer gut. Sie jammern halt immer auf hohem Niveau. Was kann ich zum Beispiel erfahren? Zum Beispiel eine Frage. Wie viel ist der Mindestlohn oder die Stundenlohn in Schweiz? Wie viel verdient man pro Stunde als normaler Mitbürger, der zum Beispiel ohne Ausbildung ist? Es gibt branchenspezifische Mindestlöhne in der Schweiz. Also das heißt, es gibt nicht einen flächendeckenden Mindestlohn wie in Deutschland. Es gibt Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in gewissen Branchen. Die bezahlen mindestens so viel. Aber es ist eigentlich so, dass im Finanzbereich gibt es keine Mindestlöhne. Gibt es keine? Im Bau zum Beispiel gibt es Mindestlöhne, Baugewerbe. Ja. Dann geht es diese Woche bei den bei der Airline Swiss, da wurde ein Mindestlohn vereinbart jetzt, aber es sind so sektorielle Löhne, eher im handwerklichen Bereich. Aber die Unternehmer haben die große Freiheit, weil die Gewerkschaften in der Schweiz sind nicht so stark. Also jeder
ist dort sozusagen freigestellt. Genau, genau, ganz genau. Ganz und genau. Jeder kann man auch dann halt sagen, ich möchte so viel Geld haben. Und das ist dann halt dann eine Vereinbarung zwischen dir und den Unternehmer. Ja? Zum Glück, wir haben in der Schweiz immer noch so eine relative Freiheit. Es wird auch immer enger irgendwie, aber im Grunde genommen kann ich mit meinem Arbeitgeber meinen Lohn vereinbaren und er ist einverstanden oder nicht, das ist so. Und ich kann nicht sagen, ich muss mindestens so viel kriegen, eben in gewissen Branchen gibt es das, aber es ist nicht die Masse. Aber was ist der mindestens? Also zum Beispiel... Zum Überleben. Ja, bei uns ist einfach das Lohnniveau hoch und die Kosten sind hoch. Also ich, wenn Sie jetzt bei einem Flugbegleiter, Flight, also Stewardess, ist der Mindestlohn 4.000 Schweizer Franken. Bei Stewardess, ja? Bei Stewardess 4.000. Baugewerbe würde ich jetzt sagen, je nach Ausbildung ist Anfangslohn nach der Lehre ist wahrscheinlich auch 5.000 Franken. Aber halt eine Wohnungsmiete in der Schweiz ist viel teurer als hier. Ja. Also ich kriege, wenn ich jetzt eine 4,5-Zimmer-Wohnung mieten möchte, dann bezahle ich, allerdings warm, mit eingebauter Küche, bezahle ich so ungefähr, je nach Lage, zwischen 1.500 und 1.900 Franken Mietzins pro Monat. Also Sie sehen, die Hälfte des Mindestlohns geht schon weg für Wohnen, oder? Ist da auch so, oder? Das ist heftig, das ist sehr, ja, sehr viel. Ja, genau. Aber wie viele Zimmer haben Sie gesagt? 4,5. Und was ist dann 2,5-3-Zimmer-Wohnung? Sind die ja, das ist auch wieder je nach Lage, würde ich sagen, so um die 1.200, 1.500 Franken so. Also es gibt die Wohnung unter 1.000 gibt es nicht. Unter 1.000 gibt es nicht? Gibt es nicht. Es gibt Zimmer, die sind dann auch in der Stadt, Zimmer in der Stadt Zürich, ist sehr teuer. Zimmer da, wo ich wohne, gibt es vielleicht für 700 Franken, 500 Franken, 700 Franken, je nachdem. Aber wenn man halt ein bisschen rausgeht aus dem Stadt, genau, ist es ein bisschen immer billiger. Genau. Problem ist, das Eisenbahnnetz wurde massiv ausgebaut. Das heißt, es gibt eigentlich, man muss sehr weit rausgehen heute. Früher war die Stadtgrenze. Heute mit der S-Bahn fahre ich in einer halben Stunde 50 Kilometer weit aus der Stadt raus. Also das ist alles noch Stadtgebiet. Immer noch Stadtgebiet. Genau, ja, wenn man so will. Oder? Und darum werden dort auch die Häuser, die Wohnungen immer teurer. Und früher zum Beispiel war auch Berlin so gewesen, dass da die Stadtgrenze, viele wollten eigentlich nicht draußen so die Stadtgrenze leben, weil da nichts los war. Ja. Aber heutzutage ist jetzt so populär geworden, ja, dass alle rausfahren und dort an den Stadtgrenzen leben. Genau. Wird immer teurer, oder? Ja, weil einfach hier im City-Bereich in Berlin findet man einfach wenig Wohnungen. Ja, sehr, sehr, sehr wenig. Bezahlbare. Das sowieso. Und zweitens, eine Familie, die 3-Zimmer-Wohnungen haben möchten, oder finden leider nicht, weil einfach in Berlin-Kreuzberg oder Berlin-Neukölln oder Berlin-Wedding, das sind die 3 populärsten, ja, Bezirke, dort findet man jetzt zurzeit keine 3-Zimmer-Wohnung. Falls man findet, da muss man wirklich großes Glück haben und man muss halt dann auch eine bestimmte Summe bezahlen. Ja, ja. Und das ist ein großes Problem. Aber wenn man zum Beispiel eher ein bisschen Stadtgrenze geht, ja, wie zum Beispiel die Stadtgrenze ist Hellersdorf. Ja. Da findet man noch Wohnungen, aber bezahlbar. Ist normal bezahlbar, ja, noch. Aber das Problem ist, viele ausländische Familien, ja, wollen dort nicht leben. Okay. Weil es ist jetzt so, Berlin war früher eine halbiertes, ja, Stadt gewesen, ja, West und Osten. So, und ich bin gebürtiger Berliner. Okay. Und ich zum Beispiel wohne seit 1982 in demselben Wohnung. Meine Miete ist sehr, sehr günstig noch, ja, weil ich einen sehr, sehr alten Vertrag noch habe. Ja. Damals wollten die Menschen in Kreuzberg nicht leben, ja, die Deutschen vor allem. Ja, ja, deutsche Familien wollten nicht leben, weil einfach
Kreuzberg war sehr Ruine gewesen, eine sehr alte Stadt, viele Häuser, viele Wohnungen waren nicht gut gebaut, viele hatten keine Toiletten gehabt, keine Bäder und so weiter. Und daher haben viele deutsche Familien eher die Charlottenburg-Wilmersdorf genommen und die Ausländer mehr die türkische Familien, weil damals waren hauptsächlich nur Türken gewesen. Ja. Die haben mal in Kreuzberg dann Wohnung genommen. Okay. Damit, nachhinein, hat dann die ganze türkische Familie die ganze Geschäfte übernommen in Kreuzberg. Okay, okay. So, was haben die gebracht? Essen, Trinken, die Bekleidung, Export, Import, Waren, elektronische Sachen und so weiter halt. Ne? Aber am meisten war mehr Restaurants, mehr Cafés. Ja. Imbisse, die haben die ganze türkische Familie das hier erschafft und dadurch ist Kreuzberg eins der populärsten Bezirke, ich denke mal, in Europa geworden. Vielleicht auch weltweit, ich bin mir nicht sicher, aber das kommt auch davon, dass damals eine bestimmte Gruppe gab, die den Namen 36 veröffentlicht, sozusagen populär gemacht hat. 36 war eine Postleitzahl. Ja, okay. Okay, 1000 Berlin 36. Okay. 36 war Kreuzberg. Und dann kam eine Gruppe, eine türkische Gruppe, die gegen Nazis bekämpft haben. Und die haben dann die 36 übernommen und haben 36 Boys gemacht. Okay. So. Und diese 36 Boys haben so weit hinaus oben mitgebracht, dass zum Beispiel heutzutage im Internet sehr populär geworden ist. Die haben Musik gebracht, die haben Breakdance gebracht. Okay. Und dadurch haben die dann halt Ghetto gebracht, sozusagen ein bisschen so amerikanisches Style. Ja, gerne. Ja. Und Kreuzberg ist so populär geworden, dass jetzt alle nach Kreuzberg kommen und wollen hier jetzt leben. Ja, das ist teuer, oder? Und dadurch ist es jetzt entstanden, dass hier jetzt Wohnungenmangel gibt. Das ist aber der Weg, den jede Stadt eigentlich geht. Das ist wahr, wenn ich jetzt Zürich nehme, genau das Gleiche. Da war es in Zürich zuerst, gab es früher das Niederdorf. Niederdorf. Das ist nahe beim Hauptbahnhof, beim Eisenbahnhof. Also heißt Bezirk Niederdorf? Genau, heißt Niederdorf, genau. Okay. Und das, da waren die ganzen Bars, die Striplokals, die Nutten waren da. Das war so der Red Light District von Zürich. Okay. Wir als 15-Jährige haben wir so, dürfen da rein. 18-Jährige sind wir am Samstagabend herumgezogen, waren stolz. Und dann kamen immer mehr Leute rein. Dann kam die Gastronomie, haben dann verschiedene, auch feinere Lokale gehabt, immer bessere. Dann kamen Leute, die wollten da wohnen. Und am Anfang war es so, dann mussten eigentlich die Nutten mussten dann die teuren. Da brauchst du eigentlich die Armee, die Polizei genügt nicht mehr, oder? Leider. Da muss die Spezialeinheit ran. Die Schweden haben auch nicht begriffen, dass die Leute, die kommen wollen, die wollen gar nicht arbeiten. Nein. Die missbrauchen die Gastfreundschaft eigentlich für ihre Geschäfte. Und das ist, und man muss, und dann ist dann ideologisch die Diskussion entstanden, die Sozialisten, man muss helfen, und die Konservativen, man muss Leute rausschmeißen. Und das ist beides falsch, oder? Dieses Problem ist so, ein europäisches Gesetz sagt, sobald der Nicht-Kriminalität bewiesen wurde, kannst du ihn nicht rausschmeißen. Oder andere Sache ist, wenn er staatenlos ist, hat kein Land, kannst du ihn auch nicht rausschmeißen. Und die sind ja auch nicht, ich meine, meine Tochter arbeitet bei der Kriminalpolizei. Wow. Und also daher hast du sehr viel Erfahrung. Ja, und die sind, und meine Tochter sagt, die Leute, die kommen, sind bestens organisiert. Die Schlepper, die machen einen Top-Job. Die Leute wissen genau, wann sie am Flughafen ankommen müssen, wenn viel Betrieb ist, wenn die Leute in dem Sinn keine Zeit haben, um zu kontrollieren. Die sind bestens gebrieft
ins Detail. Der größte Problem ist, wenn Hochbetriebe im Flughäfen sind, ja, dann drängeln die rein, genau, und dann sofort sind die raus. Die kriegen eine Anleitung von ihrem Schlepper, wie sie was machen müssen. Und so was steht als erstes, schmeißt einen Pass weg. Toilette, schmeißt den Pass weg. Nicht irgendwo in die Unterhose nehmen, schmeißt den Pass weg. Der Pass wird dich immer verraten. Und dann sagen die Leute, ja, ich bin stark. Aber wie kommt ihr dann von einem anderen Flughafen zu diesem neuen Flughafen, wenn er keinen Pass hatte, zum Beispiel? Ja, man fragt doch, oder? Ja, der reist in seinem Land aus mit Pass. Okay. Dann kommt er an und dann wird der Pass im Transit vernichtet. Das verstehe ich, aber Und dann sagt er, ich habe keinen Pass. Aber wie bist du mit ohne Pass gekommen? Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Die Leute, die sind so schlau. Die sprechen nicht, die geben keine, die wissen genau, was... Dann muss man so machen, die sammeln und mit demselben Flug wieder, ja, zurück. Das würde funktionieren. Und ich meine, es gibt ja, die Kontrollen passieren ja auch so am Gate, direkt wenn der Flieger landet, gibt es ab und zu eine Passkontrolle, dass die Leute, die kommen, muss jeder seinen Pass zeigen, ist für die Leute, die einen Pass haben, reisen, ätzend. Auf der anderen Seite ist es ein Versuch, dieses Problem zu lösen. Gelingt nie, weil es gibt immer Leute, die es irgendwie schaffen, das umzugehen. Mhm. Und dann sind sie hier, woher kommen sie? Weiß nicht. Ja. Meine Lösung ist, ja. Das ist meine Theorie. Diese Länder müssen wir auch mit wirtschaftlich, ja, bearbeiten. Schauen Sie, bei uns in der Schweiz ist ein großes Thema ist Eritrea. Was heißt das? Eritrea, das Land. Eritrea. Achso, Land heißt Eritrea. Genau. Okay, sorry. Die Leute kommen von da, meistens ohne Pass, nichts kommen. Und es gibt zwei Probleme. Wenn man noch beweisen kann, was man heute kann, mit den DNA-Proben, wo sie herkommen, dann sagen sie, weigert sich Eritrea, die Leute zurückzunehmen. Die sagen, die Leute haben keinen Pass, die müssen beweisen, dass sie aus Eritrea kommen. Und das werden die nie schaffen. Und solange sie sich beweisen, nehmen sie die Leute nicht zurück. Der Staat sagt nicht einmal, ich nehme die Leute nicht. Der Staat sagt, beweist mir, dass ihr Eritreer seid, dann nehme ich euch zurück. Und wenn die keinen Pass haben, dann werden die nie das beweisen können. Und das sind die Systeme werden komplett unterlaufen. Krankenwagen. Ja. So, der muss zum Krankenhaus Neukölln. Ja. Der ist auf dem Weg. Ja. Also, weil die Systeme wurden ja gebaut eigentlich mit Leuten, so nach dem Motto, ja gut, jeder ist anständig, oder? Und das funktioniert eben nicht mehr, weil die Leute meistens irgendwas das ausnutzen für sich selber und ja. Zum Beispiel in Deutschland ist ein Problem mit Sozialhilfe. Ja. Viele wissen das, dass es in Deutschland Sozialhilfe gibt, ja, und kriegen können. Dadurch, viele gehen nicht offiziell arbeiten. Ja. Viele sagen, ja, warum soll ich arbeiten gehen, wenn Sozialstaat, wenn der Staat, ja, eine Sozialhilfe, ja, gibt. Und viele sagen dann, okay, bleibe ich zu Hause, mache ich nebenbei Geschäfte. Genau. Aber viele machen diese nebenbei Geschäfte. Ich sage nicht alle, aber ich sage viele, ja, machen dann halt dann korrupte Geschäfte. Genau. Ja. So, und die werden dann leider erwischt oder die kommen auf die Medien rein und das Ganze wird dann alles veröffentlicht. Und dann sehen wir, ja, dass halt viele Sozialhilfe bekommen. Viele haben schicke Mickey-Autos, viele haben schicke Mickey-Sachen und haben dann korrupte Geschäfte gemacht. Aber das Problem ist, die Strafen sind zu leicht, sind zu wenig. Ja, ja, genau. Ja, die Strafen sind einfach zu wenig. Ja, und die anderen Jungs, die ankommen, sehen, schau mal, der hat ein tolles Auto, hat tolle Kleider. Richtig. Ja, ich mache das Gleiche wie du, oder? Also, wissen Sie, ich bin ein alter Mann. Und von daher, ich will die Welt nicht mehr besser machen, nicht mehr verändern. Ich will das Wir möchten in Frieden leben. Wir möchten jetzt nur noch wirklich auf unsere Gesundheit achten. Genau. Wir wollen auch mit unserer Familie zusammenleben. Enkelkinder, genau.
Das andere ist wirklich die Ebene von den ganzen Politikern. Die müssen sich zum Beispiel sich gut einigen können. Die müssen mit den anderen Ländern gute Konflikte, gute Gespräche durchführen, damit wir weniger Menschen nach Europa transportiert werden. Wir müssen andere Länder auch helfen können. Absolut. Diese Länder müssen auch wirklich... Also es funktioniert nicht, indem wir die deutschen Ärzte holen und ihr die ukrainischen Ärzte hier. Wir müssen allen Ländern helfen, dass sie eine Struktur bauen, wo alle an ihrem Ort ein Einkommen haben und damit leben können. Das ist aber nicht der Fall. Noch der Fall, die Großen holen sich, was sie brauchen. Ja, wie sagt man, großer Magen, großer Hunger. Großer Hunger, so ist es. Genau. Leider. Da ist es wirklich, das war immer so gewesen. Schon vor hunderte Jahre war auch immer so gewesen. Aber trotzdem müssen wir nur noch beten. Es sind jetzt heilige Tage vor uns. Wir müssen nur noch beten, dass wir das ganze Europäische und die anderen Länder auch wirklich was Gutes unternehmen können. Hoffentlich wird es alles gut, dass wir wirklich mal atmen können, dass wir mal die Rechnung bezahlen können. Und das sind wirklich Dinge. Ich möchte zum Beispiel überhaupt nichts ins Quere kommen mit dem Staat, wenn ich keine Rechnung bezahlen kann. Aber Gott sei Dank, ich kann noch arbeiten. Ich wünsche mir nur für mich und für meine Familie und für alle Gesundheit. Weil Gesundheit ist das A und O. Ohne Gesundheit kannst du nicht arbeiten. Okay, und das Rest ist wirklich immer mit Gesprächen durchzuführen. Wir müssen lernen zu reden. Rest ist es wirklich egal. Wir können auch mit ein kleines Stück Brot auch glücklich werden. Wir müssen nicht auf dem Brot ein goldenes Papier auflegen. Gold schmeckt nicht. Gold schmeckt nicht. Das ist nur zum Posen, zum Anmachen. Mehr ist es wirklich nicht. So, wir sind jetzt Flughafen angekommen. War super schöne Unterhaltung mit dir. Ja, freue mich. Ja. So, wenn Sie wollen, Sie können in YouTube-Kanal. Ich werde das übermorgen das veröffentlichen. Sie können Ali The Way. Alles zusammengeschrieben. Ali The Way auf Englisch. Okay. Schau ich mir gerne an. Super, ich danke Ihnen. War ein sehr, sehr netter Mensch aus Schweiz. Super Unterhaltung durchgeführt. Viele Themen, viele Punkte gehabt. Also Respekt. Ein sehr alter Mann, aber sieht sehr sportlich aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute habe ich nur einen einzigen Kunden euch angezeigt. Weil die ganze Gespräche war so lang gewesen, ich wollte, dass ihr das komplett anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, dass ihr auch mal ein Like gibt. Wenn ihr noch nicht abonniert seid, dann einfach nur mal Abo drücken. Das war's dann. Dann bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video.